Grüß euch, ich bin Sonja. Grüß euch, ich bin der Peter. Wir haben den neuen Wirtszeit vom Blechsteinhaus. Was immer ändert, ist natürlich das Blechsteinhaus. Da, weil sie Gott sei Dank wieder offen hat. Und gemessen an der Umgebung und der Möglichkeit, sich hier zu treffen, auch mit Kindern, hierher zu gehen, ist immer so ein Zielpunkt, den wir gerne nutzen. Das hat mit Sicherheit die Affinität zum Wandern unterstützt, dass man da reingeht. Nein, zum Essen hast du ja gesagt, es ist schwer, wenn man nach 4-5 Stunden dann da reinkommen kann. Und das, was einfach schön ist, da drin, ist die Herzlichkeit von dem jetzt war. Die Portionen sind gut, das Essen ist gut, muss ich auch sagen, aber die Herzlichkeit. Ich stelle unsere Brennnesselspätzle vor. Die werden mit Käsesauce angerichtet und mit Salat. Also Brennnesseln muss man halt hier wild bei uns am Berg herum zupfen oder abschneiden mit Handschuhen. Dann werden die verarbeitet mit einem Mixer, mit ein bisschen Olivenöl abgeschmeckt. Und dann kommt das in die Spätzleteig mit rein und so wird das dann verarbeitet. Und dann werden die eigentlich in Schmalz ein bisschen anbrennt und ausgeschwenkt. Und dann kommen noch Cocktailtomaten noch mit rein, ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Und dann, was ich noch vorbereitet habe, das ist Gorgonzola Käsesoße. Und die kommt dann noch mit drüber und so richten wir das an. Datteltomaten oder Cocktailtomaten ist auch vom Geschmack her sehr gut. Das ist eine richtig geile Käsesoße. Ja. Mit Gänseblümchen. Ja. Alles vom Berg. Und es ist immer so nett. Wenn sie die Gäste, die freien sie halt. Ja, das Blümchen. So, einmal Brennnesselspätzle. Bitte schön, Vorsicht, vorne könnte heiß sein und der Salat. Dankeschön. Guten Appetit. Danke.